Was geht, Freunde? Neuer Widerstandauftrag, Woche 11, erster Auftrag, Phase 1. Und zwar, etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Rocky Reels zu Daily Bugle. Einmal müssen wir das Ganze machen, da ist mein Starter XP mal bei der Ort auf der Karte markiert. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin hier bei The Daily Bugle auf der Karte, ganz genau hier. So, zack, einmal Gerätverbindung rüberlaufen. Zweite Phase, aktiviere ein Notleuchtfeuer bei Ted Taos oder Connie Crossroad. Einmal 23.000 XP, dann würde ich sagen, also einmal hier. Oder hier, oder hier, oder hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier bei Connie Crossroad. Ganz genau hier, Leute. Ihr müsst hier einmal gehen. Und dann, so zack, einmal den Notleuchtfeuer aktivieren. So sieht er aus. Auftrag abgeschlossen. Zweiter Auftrag, Phase 1. In diesem Auftrag gibt es drei Phasen. Wir gehen direkt mit der ersten Phase. Und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe des IE-Außenposten der 7 oder des V-Außenpostens der 7. Einmal 23.000 XP. Wir sind mal alle zwei Orte markiert. Einmal hier, einmal hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, da auf der Karte bin ich ganz genau hier oben. Ganz genau hier auf den kleinen Berg. Wir landen hier mal und dann kommen wir direkt zu dem zweiten Auftrag. Und zwar rüste den Rucksack aus und sammle Treibstoffzellen in der Nähe von Command Cavern. Einmal 23.000 XP. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, okay, ihr müsst jetzt auf der Karte ganz genau hier hin. Ganz genau hier. Einmal Ladungsrucksack hier nehmen und dann die dritte Phase lese ich gleich vor. Dritte Phase, und zwar bringe den mindestens halbvollen Rucksack zum IE-Außenposten der 7 oder zum F-Außenposten der 7. Einmal 23.000 XP, also wir haben den Rucksack ganz genau hier. Jetzt müssen wir ihn hier abgeben, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann hier ist nochmal der Rucksack, wenn ich stirb, müsst ihr alles von vorne machen. Rucksack. Jetzt müssen wir es hierher bringen. Das sollte direkt eigentlich hier sein, Leute. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Und Leute, kleiner Tipp. Wenn ihr stirbt, dann müsst ihr das Ganze nochmal wiederholen. Also es war ein bisschen kompliziert, deswegen erkläre ich das jetzt noch einmal. Also ich bin hier ganz genau hier auf der Karte. Wir nehmen mal die wir müssen die Gerätverbindung etablieren. So, zack. Ihr geht einfach hier. Und dann slidet ihr einmal runter hier. So, zack. Nehmt das mal. Und jetzt, Leute, müssen wir auf der Karte ganz genau hier hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zack, Leute, in diese kleine Hütte. So, zack, ihr macht die Tür auf. Und dann, zack, sehen wir hier die Stoffenzellen, die wir auf jeden Fall nehmen sollen. So, zack, zusammen. Ihr geht einfach mal rüber. Jetzt ist mein Rucksack, sag ich mal, so halb voll geladen, Leute. Und jetzt gehen wir hier rein. Zack. Fliegen ganz nach oben. Und jetzt müssen wir einfach mal dort zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zack, Leute, jetzt sind wir beim gleichen Ort wieder. Landungen. So, zack. Interagieren. Auftrag abgeschlossen. Dritter Auftrag. Phase 1. Und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Camp Cardin oder Rocket Genesis. Einmal 23.000 XP mal bei der Orte auf der Karte markiert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte. Ganz genau hier bei der Genesis. Neben der Tankstelle. Ich zeige ganz genau hier. Einmal über die Gerätverbindung laufen. Die zweite Phase. Und zwar füge Gegner mit dem MK7-Sturmgewehr Schaden zu. 500 Schaden, 23.000 XP. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bei einem Gegner. Ja, Leute, wir können uns bei Johnny bei diesem Typ hier, Vokula Fatzke, eine lilane MK7 kaufen. 250, das machen wir mal. Und jetzt müssen wir einfach Schaden mit der. Also, so sieht sie auf jeden Fall aus. Und damit müssen wir jetzt einfach 500 Schaden zufügen. Leute, der Gegner hat uns gesehen. Und wir sind hier und wir haben ihm sehr viele Schaden zugefügt. Leute, 500 Schaden. Wir gucken mal, wir haben 250 Schaden schon. Hier ist mal ein Bot, das ist sehr gut. Zack.
Und den haben wir auch sehr viel Schaden zugefügt. Wir haben 250. Jetzt haben wir 449. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, hier vorne ist ein Gegner. So, zack, das sollte echt reichen. Denn wir haben sehr viel Hit. So, zack, 500 Schaden haben wir zugefügt. Auftrag abgeschlossen. Also in diesem Auftrag gibt es auf jeden Fall 3 Phasen. Wir machen direkt mit der ersten Phase. Das ist der 4. Auftrag. Und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Condo Canyon oder Logjam Lumbery. Einmal 23 Schaden XP sind mal 2 Orte auf der Karte markiert. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, hier ist auf jeden Fall die Geldverbindung auf der Karte, ganz genau hier. Bei Luxury Lumbery einmal rüberlaufen. Und die zweite Phase ist, bring ein Auto oder einen Truck zu einem Außenposten der 7. Einmal 23.000 XP. Dann würde ich sagen, hier, also hier sind mal alle Orte auf der Karte markiert, müssen ein Auto oder ein Truck hierher bringen. Dann würde ich sagen, suchen wir mal ein Auto oder ein Truck. Hier vorne ist, glaube ich, ein Truck. Okay, wir suchen mal ein Auto oder ein Truck. So, zack, Leute, hier haben wir einen Truck und damit müssen wir jetzt einmal zur Außenposten der 7 fahren. Zack, wir fahren gerade zur Außenposten der 7. Hier ist die Außenposten der 7. Hier haben wir den Truck. Und gleich zählt der Auftrag. 3, 2, 1. So, zack, zweite Phase abgeschlossen. Kommen wir direkt zu der dritten Phase und war, fahren wir mit einem Auto oder einem Truck zu einem... Oh, das haben wir abgeschlossen. Ah nein, fahren mit einem Auto oder einem Truck zu einem Außenposten der 7 zu einem anderen. Ohne, ich lese das nochmal von vorne. Fahren mit einem Auto oder einem Truck von einem Außenposten der 7 zu einem anderen. Ohne Tempo 60 zu überschreiten. Einmal 23.000 XP, also wir müssen, wir waren hier, jetzt müssen wir hier hin, zum Beispiel, und ohne das Tempo 60 überqueren. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, zack, Leute, also ich fahre hier ein bisschen und dann stoppe ich, Sie dürft das Tempo 60 nicht überschreiten. Und ja, wir sind hier gleich angekommen und gleich zählt der Auftrag, Leute. Okay. Wir warten ein bisschen, Leute. Also Leute, wir haben das Tempo 60 nicht überschritten und wir sind nicht ausgestiegen. Also wir dürfen nicht aussteigen und das Tempo 60 nicht überschritten. Und wir sind hier gekommen, haben alles richtig gemacht, aber der Auftrag geht auf jeden Fall nicht, denn es ist ein Bug. Versucht es später noch einmal. Wie gesagt, es ist ein Bug, Leute. Und ja, Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst die Glocke, die ich keine Videos mehr verpasst. Und ich würde dann sagen, zum Beispiel mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.